Fürs folgende Gebäck braucht es nicht viele Zutaten und wenn es einmal fertig ist, dann ist es vielseitig verwendbar. Man kann es einfach so essen oder es aufpeppen. Zum Beispiel mit Sahne, Früchten oder Schokoladensoße. Sie haben es vielleicht schon erraten, es geht um Waffeln. Hallo, Backen mit Gritti? Genau richtig. Hier sind wir richtig in unserer schönen Holzofenbäckerei hier in Dorfstadt. Bei wunderschönem Wetter, Leute, es geht los. Sie können wieder strahlen. Corona ist so gut wie vorbei. Also starten wir mit dem nächsten Rezept. Ich habe heute für Sie Waffeln. Richtig gute Butterwaffeln. Und es geht schon los. Was wir alles brauchen, sind 130 Gramm braunen Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 3 ganze Eier, 120 Gramm Butter, schön flüssig, können auch ganz kleines bisschen dunkler werden, so fast schon ein bisschen nussig, einen halben Teelöffel Backpulver, 200 Gramm Mehl, Typ 405, 200 Milliliter Milch. Und eigentlich geht's auch schon los, wir starten, brauchen eine Schüssel und als erstes tun wir rein unseren Zucker. Vanillezucker. Und das rühren wir erstmal schön auf. Waffeln macht ja nicht jeder so oft zu Hause. Entweder es fehlt das Waffeleisen, okay, man kann es im Ofen ausbacken, aber ein Waffeleisen ist ein Waffeleisen. Ja. Jetzt geben wir unsere Butter hinzu. Ruhig ein bisschen das Dunkle mit rein, weil das gibt dann den Geschmack. Röstgeschmack. So. Unser Backpulver geben wir mit aufs Mehl. Alles schön bitte immer durchsieben. Vorher oder einfach einsieben. Und dann heben wir das auch schön mit runter. Also Sie sehen, das geht eigentlich auch ganz schnell. Jetzt gebe ich schon mal meine Milch mit hinzu, dass das alles schön gebunden wird. Und achten Sie drauf, es muss wirklich richtig schön verrührt sein. Dass keine Klümpchen entstehen. Richtig schön glatt rühren, aufrühren. Schon sieht es ganz gut aus. So. Jetzt haben wir so einen kleinen Spordel. Wichtig ist so ein kleiner Spordel oder ein Löffel, dass wir das Ganze noch einmal dann breit ziehen in unserem Waffeleisengerät. So. Das wird immer ein kleines bisschen dicker. Ist ja klar, ist ja Mehl dran. Und machen Sie sich keine Sorgen, da passiert gar nichts. Wenn wir das haben, brauchen Sie eine kleine Schöpfkelle noch dazu. Nicht eine riesige, nicht eine ganz kleine, so eine reicht. Die machen wir auch nicht ganz voll. Und schon geht es auch los. Unser Waffeleisen muss richtig schön erhitzt werden. Jeder hat ein anderes da. Also es gibt jetzt die modernen. Ich habe noch so wirklich so ganz, ganz, ganz altes von früher. Aber ich sage Ihnen, das geht wie eine Eins. Also was soll ich sagen? In kleinen Pinsel. Achten Sie darauf, dass es vielleicht wirklich entweder so ein Silikonpinsel ist oder backbeständig oder eben hitzebeständig. Weil sonst schmilzt bei ganz normalen, üblichen Pinseln einfach alles weg. Sie sehen, das dampft ja richtig dolle. Auch oben nicht vergessen. Und es geht auch schon los. Ich hoffe, der erste gelingt mir immer gut. Weil es heißt ja immer, der erste ist immer nicht ganz so. So. Nicht ganz voll machen, die Schöpfkelle. Und dann ein bisschen breit ziehen. So. Ja, das will schon, das fängt schon ein bisschen mehr an. So. Und ab die Klappe tief.
machen Sie zu viel rein. Also das ist auch immer ein bisschen so eine Gefahr, machen Sie zu viel rein, läuft es zu den Seiten raus, dann wird es immer unschön, wieder mit dem Saubermachen oder die Waffel wird zu dick. Dann lieber ein bisschen dünner, die eine ist dann ein bisschen knuspriger, die andere ein bisschen weicher, aber wir wollen ja eigentlich eine knusprige Waffel, ne? Also daher kann das ruhig eine kleine Gabel vielleicht bereithalten, weil wir müssen die ja dann rausheben. Und mit den Fingern oder so wird das wenig schlecht. Und Sie können schon mal gucken, das geht echt ganz, ganz fix. Schon ist unsere erste Waffel gut. Ich mache mal noch eine. Ich pinsel jedes Mal ein. Manche haben auch so Spray. Aber das sieht dann hinterher, wenn Sie jetzt so reinsprühen, oft auch nicht schön aus. Also das ist so eine Sache, wie man es macht, macht man es vielleicht verkehrt. Aber wer nichts macht, das ist ja vielleicht auch nicht gut. Ja. Schön. Hans, wie riechen die Waffeln? Sehr, sehr lecker. Ja? Ich sage Ihnen jetzt mal was, wenn die dann gut sind. Der Kameramann, der kann sich heute auch noch was freuen. Den messe ich heute mal richtig. Wir haben ja heute 2 Sendungen, ne? Jawohl, oh weia, Hans, das wird. Morgen die Waage, die springt nach oben. Erstmal gar nicht. Jawohl, und so ist das. Und ich sage immer, das geht ganz schnell, so eine Waffel. Und man könnte ganz, ganz viel mit Waffeln machen. Man kann die ganz verschieden füllen, man kann eine Waffeltorte machen. Also man kann sie aufheben, man kann sie in die Schule mitgeben. Also man kann sie jetzt zum Baden mitgeben im Sommer. Das ist absolut. Jetzt guck mal, hier, die kann doch vielleicht so ein paar Sekündchen. Und so backen sie eine Waffel nach der anderen aus. Das werden schon ungefähr 15 Waffeln, werden das schon. Und sie können, ja, sehen Sie, ich muss das sogar am Strom rausziehen. Also so einfach ist es nicht mit den Waffeleisen. Aber das habe ich von meiner lieben Regina bekommen. Regina, tausend Dank nochmal. Du siehst, ich nehme es und ich nehme es immer wieder. Man kann eine herzhafte Waffeln machen. Also, ich zeige Ihnen jetzt noch, wie man das Ganze schön ausdekorieren kann. Wir nehmen hier so unsere Waffeln. Nehmen wir mal so schön kalte vielleicht auf. Und was darf bei einer Waffel nicht fehlen? Sahne und der Puderzucker. Also, viele essen es nur so mit ein bisschen Puderzucker. Ich muss sagen, ich liebe Sahne. Man kann das natürlich entweder schön so ausgarnieren, jede einzeln richtig viel Sahne drauf oder gibt nur am Rand ein bisschen Sahne drauf. Also, das ist alles Ihnen überlassen. Manche essen gar keine Sahne, manche essen Vanilleeis. Es ist echt völlig egal. Hauptsache, dann verspachtelt. Also schön. Erdbeeren drauf. Jetzt ist Erdbeerzeit, die geht jetzt los. Folgt klein auch ein Rhabarber. So, haben wir die erste. Wir machen noch eine. Richtig schöne. Auch so richtig schön mit Sahne. Sie sehen, ich bin Sahne-Fan, aber ich glaube, welcher Konditor ist das nicht, ne? Und dann geben wir schön drüber unsere Schokosoße. Ja, die lieben auch einige, das weiß ich. Und? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Ich könnte mich selber verlieben, ja nein. Also, die Schokosoße, die gibt's beim nächsten Mal zu backen mit Gritti. Also viel, viel Spaß. Lassen Sie Sonne weiterhin in Ihr Herzen und bleiben Sie alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.